Dem Aufruf des bundesweiten Aktionstages für Qualitätsjournalismus sind in Frankfurt zahlreiche Journalisten aus ganz Deutschland gefolgt. Die verlangten Tarifabsenkungen vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger um bis zu 30% sind für sie nicht akzeptabel. Für die anstehenden Tarifverhandlungen in der kommenden Woche stellen die Protestierenden am Römer klare Forderungen. Wir wollen mit etwa 3000 Kolleginnen und Kollegen aus allen Verlagsbereichen klar machen, dass der Kamikaze-Kurs der Verlegerverbände und auch des Bundesverbandes Druck und Medien keine Chance hat, durchgesetzt zu werden, Wirklichkeit zu werden. Alle stehen bereit, die Tarifbedingungen, die sie haben, zu verteidigen. Faire Tarifverträge, gerechte Bezahlung, Ende von Leiharbeit und Tarifflucht der Verleger – das sind die Forderungen der Demonstrierenden. Die Arbeit von Redakteuren muss wieder mehr wertgeschätzt werden und den Verhandlungspartnern der Zeitungsverleger muss klar werden, welche Auswirkungen ihre geplanten Sparmaßnahmen haben. Dass für manche Kollegen auch der Lebensplan vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie man sich das vorgenommen hat bei diesen massiven Einbußen. Für viele ist es ja so, vor allem die Familien haben, dass das Weihnachts- und das Urlaubsgeld auch oft dazu dient, irgendwelche Löcher zu stopfen. Das wird sich langfristig in der Qualität des Journalismus bemerkbar machen. Und was mich auch tatsächlich irritiert, ist, dass man eigentlich als Verleger erkennen muss, dass man sich damit ins eigene Fleisch schneidet. Das ist keine Geschäftsgrundlage für die Zukunft. Ich bin auch guten Mutes, dass die Verleger das mittlerweile auch so sehen und dass sie sich beeindrucken lassen von dieser doch sehr machtvollen Demonstration hier in Frankfurt, aber auch schon in Dortmund und in anderen Städten. Und ich hoffe, dass wir am nächsten Donnerstag in Düsseldorf einen Durchbruch erleben. Ich finde es vor allem wichtig, das wurde auch eben hier in den Ansprachen schon gesagt, dass die Demokratie darunter leidet, wenn kein vernünftiger Journalismus mehr betrieben werden kann. Und unter den Arbeitsbedingungen, wie ich sie selber erlebe, ist das halt leider der Fall. Kommende Woche werden die zuletzt gestoppten Tarifverhandlungen wieder aufgenommen. Ziel ist es, den geplanten Verlegersparwahn zu stoppen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, gehen die Proteste weiter. Ich erwarte eigentlich, dass man sich jetzt entgegenkommt, dass die Verleger ein vernünftiges Angebot vorlegen, über das man reden kann und das man dann noch akzeptiert. Denn eins ist klar, die Luft geht den streikenden Journalisten noch lange nicht aus.